emergency power only. Oxygen production offline. So, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ganz kurz vorneweg, zwei kleine Dinge. Erstens trage ich heute keine Schwimmbrille, weil es fucking heiß ist. Es ist abends und es ist trotzdem noch verdammt heiß. Ich habe jetzt extra für euch schon ein T-Shirt angezogen, ja, also seid froh. Und dass ich jetzt zwei fette Lampen auf mich draufballern, ist nicht zwingend nützlich. Diesbezüglich zumindest. Und zweite Sache, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like geben könntet auf dieses Video. Und falls ihr jemanden kennt, der eventuell auch so einen Content feiern könnte, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilen könntet. Kostet keine 5 Sekunden, würde mich aber sehr freuen und unterstützen. Vielen Dank. So, und diese absolut unheimliche Bestie aus dem letzten Part soll offensichtlich friedlich sein. Ich werde es einfach mal testen. Ja. Da ist einfach so ein eigenes Biom. Alter, Junge, ist das krank. Da ist einfach ein eigenes Biom drauf auf dem Vieh. Seepocket zerbrechen. Und jetzt? Hat es was gebracht? Nö. Ja. Das Gute daran ist, wenn hier so ein fettes Vieh ist, das sich nicht verteidigen kann und es lebt noch, dann kann nichts allzu krasses hier in der Nähe sein. Das finde ich relativ tröstlich. So, was jetzt wichtig ist, ist, dass ich einen Kommunikator herstelle, weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall ein paar Sachen hatte zum Abspielen. Aber ich habe keinen Bock dafür extra hochzugehen. Deswegen brauche ich mir einfach einen neuen hier. So war die Steuerung, genau. Das Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt, jetzt halt seit dem letzten Part so, ne? Der kommt hier hin. So. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Du hast von radioaktivem Zeug gesagt. Das gefällt mir nicht allzu sehr, aber ich schaue es aber trotzdem an. Und wenn ich sterbe, dann ja, war es halt, ne? Aber ganz wichtig in diesen heißen Tagen. Hier. Trinken, Jungs. Wasser. Ganz wichtig. So, hier, ne? Gefiltertes Wasser. Ihr müsst nicht filtern. Denkt an diesen Luxus, den ihr habt. Die Rettungskapsel 6 wurde, ja, auf ungefähr 100 Meter gesunken. In einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet. In der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Wo ist Rettungskapsel 4? Ja, schön. Das sagt mir also gar nichts. Habe ich noch mehr auf dem Kommunikator? Weil das bringt mir null. Ne. Ja gut, es könnte halt überall sein. Es könnte halt legit überall sein. Und ich habe keinen Kompass. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wo West-Nord-West ist. Und selbst wenn ich das wüsste, könnte ich es ja trotzdem nicht finden, so, ne? Das ist irgendwie nicht ganz optimal. Wow! Was war das denn? Alter! Oh mein Gott, das war ja gar nicht gruselig zum Glück, ne? Wait. Da war so ein Kackfisch und der hat mich hypnotisiert. Ist das euer Ernst? Ein Fisch, der mich hypnotisiert. Junge, da muss man schon echt kreativ sein für sowas. Ich würde sagen, ich baue mal diese mobile Fahrzeugstation hier. In diesem Part auf jeden Fall noch. Da brauche ich die Titanbarren für. Das sollte machbar sein. Schmierstoff, kein Thema. Energiezelle, was brauche ich dafür? Batterie und Silikongummi, ja. Also, erstmal Titanbarren brauche ich 10 Titan für. Habe ich so viel? Nee, oder? Ich glaube, mir fehlen noch 2 oder sowas wahrscheinlich. 1. Ist jetzt nicht sehr motivierend, aber ist egal. So, Titanbarren.
sind machbar. Silikongummi braucht ihr auch auf jeden Fall, Schmierstoff noch. Wir haben Silikongummi für diese krasse Batterie da. Was für ein Ding war das nochmal? Energiezelle. Zwei Batterien, dafür brauche ich Kupfererz, das habe ich, und Säurepilze. Die habe ich ja, glaube ich, nicht. Aber das ist gar kein Thema. Vier Stück brauche ich, glaube ich. Ich glaube, 2x2, ja, müsste 4 sein. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, irgendwie. Batterie. Und Batterie, perfekt. Dann Energiezelle. Und mobile Fahrzeugstation. Yay! Oh, das ist ein ordentlicher Oschi. Hoi! Hoi! Okay, Fahrzeugstation benutzen. Fahrzeuge, Seemotte, Bestandteile unbekannt. Jo, das ist jetzt echt enttäuschend ein bisschen. Kann ich die irgendwie einpacken oder so? Hallo? Ah ja. Ja, eingepackt. Okay, Seemotte muss ich also erstmal erforschen. Ja, dürfte kein allzu großes Problem sein. Okay, offensichtlich findet man diese Seemotten. Er ist direkt über mir. Ach du Kacke. Also, die findet man anscheinend. Hilfe. Hier in diesen Grassy Plateaus, so heißt das hier. Dieses Blutgras. Weil so heißt auch das, ne? Das rote Gras ist Blutgras. Alter, ey. Okay, war das ein geiler Shot. Da muss ich kurz das Facecam weg. Ja, weg. So. Oh, Alter, ey. Das ist ein nicer Shot gewesen. So. Weiter geht's. ja, dann schaue ich jetzt einfach nach Bruchstücken hier von der Aurora. So wie da hinten eins ist. Und ja, wenn ich welche gefunden habe, dann hoffe ich, dass da einfach Seemottenfragmente sind. Was ist das? Seemottenfragment, ja wunderbar. Ey, das ist direkt in der Nähe sogar gewesen. Okay, zwei haben wir sogar schon. Wir hatten schon eins. Das ist ja wunderbar. Ich brauche Luft. Shit. Schnell Luft, 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 Luft. Da. Oh, crap. Das wird... Nee, das schaffe ich nicht. Scheiße. Scheiße, ich werde ohnmächtig. Nein. Hab ich irgendwas verloren? Nee, sieht gut aus. Perfekt. Also, der Tod ist schon ziemlich inkonsequent in dem Spiel. Sehen wir, fuck man. Ja. Benutzen. Fahrzeuge. Seemotte. Ich schreibe mir das auf. Hey, cool, ich werde wieder verrecken. Nice. Das sieht gut aus. Ich habe ein paar Gegenstände verloren. Nein, bitte nicht das... Ich hatte 3 Quarz dabei, 4 Quarz dabei. Und die habe ich jetzt halt verloren. Und ich brauche eine neue Energiequelle. Und dafür brauche ich eine Batterie. Ach, come on. Alter, bist du gerade in meiner Base drinne? Wieso bist du so laut? Ach komm schon, Junge. Bisschen Abstand so. Bisschen. Wäre das zu viel verlangt, wirklich? Alter, nicht schon wieder, Mann. Wieso ist es auch so weit weg, das Zeug? Ja, ey, 2 Cards habe ich. So, Jungs. Wir müssten alles haben inzwischen. Und Fahrzeug. Seemotte. Okay. Oh, da ist die Seemotte. Oh ja. Okay. Einpacken. Danke. Und Seemotte. In Seemotte einsteigen. Okay, er hat mal Temperatur. Oh, that thing fast. Energie. Kann die leer gehen? Also die sind mir... Also, ich habe zwar ein bisschen Licht, aber das ist mir ein bisschen wenig. Oh, hey. Da ist meine Base. Da parke ich dann den ganzen Burschen mal. So, aber ich habe auf jeden Fall jetzt eine Seemotte und kann jetzt auch leicht Orte erreichen, die weiter weg von meiner Base sind. Was extrem praktisch ist, ja, ich habe Luft drinne, bin schnell,
Das ist echt cool. Junge. Verpiss dich? Wie wär's damit? Okay, Gott sei Dank kann er diese Mal nicht kaputt machen. Aber nerven tut es trotzdem irgendwie, wenn die ganze Zeit irgendein Kackfisch da gegen mein Visier klatscht. Oh. Das macht mir Damage. Wenn so ein Kackfisch gegen... Ach, du Kacke, ey. Ich krieg zu viel. Ich schreck mich auch noch wie sonst nix. Also, ich würde sagen, heute war auf jeden Fall ein recht erfolgreicher Tag. Würde mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein.